Liebe Leute, rund um den Monatswechsel wird es auch wieder Zeit reinzuschauen, was uns den kommenden Monat so auf Amazon Prime Video erwartet. Im Juli 2020 für alle Amazon Prime-Kunden, was ist denn neu inkludiert? Klar, man kann wie immer vieles Neues kaufen oder leihen, aber was kann man denn gratis anschauen, wenn man Prime-Kunde ist? Meine Highlights im Juli sind dann die Filme Aufbruch zum Mond, Hustlers und die Unfassbaren. Aber fangen wir ganz vorne an. Am 1. Juli geht es los mit Halloween Hound, ein 2019er Horror-Thriller, der auch im Kino lief und die Geschichte von der Studentin Harper erzählt, die zusammen mit Freunden zu Halloween auf ein besonderes verlassenes Haus trifft. Das soll spuken und was zunächst wie ein Spaß beginnt und man sich immer wieder unsicher werden muss bei dem, was man dort erlebt, ob das echt ist oder doch vielleicht irgendwie übernatürlich, wird es zunehmend ernster. Dann, am 3. Juli gibt es Deutschstunde, ein Drama von 2019 mit Ulrich Nöthen, in dem es um Sigi Jepsen geht. Der sitzt im Nachkriegsdeutschland in einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche und erinnert sich, als er einen Aufsatz schreiben muss, an seine Kindheit zurück, an seinen Polizistenvater, einen Maler, dem Berufsverbot erteilt werden soll, dem er wiederum hilft, Kunstwerke zu verstecken, was erst dazu führt, dass er in diese Anstalt kam. Und dann gibt es noch Hannah in der zweiten Staffel, basiert auf dem Film Wer ist Hannah? Ein Vater, der seine Tochter im Wald zu einer Profikillerin erzieht und die CIA, die irgendwann Jagd auf diese macht. Am 6. Juli gibt es dann 47 Meters Down und 47 Meters Down Uncaged, so eine Art Creature-Feature aus dem letzten Jahr gab es ja Teil 2, wo ich sagen muss, der war schon ziemlich schwach und für alle Fans, da gibt es noch den ersten Teil eben in Richtung mit nur 47 Meters Down. Einen Tag später, am 7. Juli, gibt es 2040 Wir retten die Welt, eine australische Doku, in der ein Regisseur zugrunde liegend mal das Szenario annimmt, was wäre, wenn wir wirklich alles tun, um die Erde zu retten. Die Technologien, die uns zur Verfügung stehen und wenn wir das komplett in unseren Alltag integrieren. Was hätte das für Folgen? Wie würde die Welt dann aussehen? Das alles verfasst er in einer Art Brief an seine 4-jährige Tochter. Klingt für mich sehr spannend, habe ich Bock drauf, wenn sowieso Fans von Dokumentationen. Am 9. Juli gibt es dann Brief in der zweiten Staffel, eine indische Serie, eher am 10. Juli dem Horizont so nahe folgt. Das war ein romantisches Drama letztes Jahr im Kino mit Luna Wedler und Yannick Schümann. Und es geht um Jessica, die eigentlich ein gutes Leben vor sich hat, glücklich zu sein, macht gerade ihren Führerschein und sie lernt Danny kennen. Danny ist Model, hat so eine ganz besondere Präsenz und Aura und auch eine Vergangenheit und ein Geheimnis. Und das kommt zu einer Verbindung, einer Liaison-Liebe, die es sehr, sehr schwer haben wird. Am 11. Juli gibt es dann die unfassbaren 1 und 2, Now You See Me. 2013 und 2016 kam das raus und es geht um eine Magier-Crew oder um einzelne Magier, die sich zusammentun, um verschiedenste Coups abzuziehen, sich auch zu wehren und hatte immer so was Trickreiches, so ein leichtes Ocean's 11-Faktor. Hatte auch einen sehr, sehr geilen Cast mit Leuten wie Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe dann in der Fortsetzung, Morgan Freeman, Michael Caine und viele, viele mehr und die Unfassbaren habe ich deswegen gehighlightet, weil ich Teil 1 sehr mochte, 2 konnte ich auch noch viel mit anfangen, aber 1 habe ich richtig gerne gesehen, deswegen mit dem Highlight drin beide Teile ab dem 11. Juli auf Amazon Prime Video inkludiert. Am 13. Juli gibt es dann das Kapital im 21. Jahrhundert, eine 2019er Dokumentation, die sich letztendlich mit dem Buch Das Kapital beschäftigt, eines der meistgelesensten und diskutiertesten Bücher unserer Zeit und letztendlich die Frage zugrunde stellt, beziehungsweise versucht dem nachzugehen, wie sehr Kapitalismus den sozialen Frieden stört, für immer mehr Ungleichheit sorgt und das ausgehend ab dem 18. Jahrhundert und das alles zusammen ergibt diese Dokumentation. Ebenfalls am 13. Juli gibt es noch The Hunter, das ist eine 2012 war Director-DVD-Veröffentlichung mit Willem Dafoe und Sam Neill und ein Drama. Am 15. Juli gibt es dann den sehr, sehr großartigen Aufbruch zum Mond von Damien Chazelle, inszeniert mit Ryan Gosling in der Hauptrolle, ein Biopic rund um Neil Armstrong. Es geht um das Wettrüsten im Weltall, beziehungsweise das Rennen, wer es zuerst auf dem Mond schafft, zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika. Es geht um Neil Armstrong, einen Verlust in der Familie, wie weit er auch ist oder bereit ist, wie weit zu gehen und zu opfern, um diese Mission zu erreichen. Und dabei entsteht eine unglaubliche Nähe, eine ganz, ganz feine Bildgestaltung oder auch Visual Effects in Aufbruch zum Mond. Ebenfalls auf dem gleichen Datum gibt es Johnny English, man lebt nur dreimal. 2018 kehrte Rowan Atkinson zurück in die Figur des Johnny English und jetzt hier dann auch absehbar ab dem, 15. Juli auf Amazon Prime Video. Am 17. Juli gibt es 2 Serienfortsetzungen, nämlich von Absentia Staffel 3 und The Catch gibt es Staffel 1 und 2 direkt veröffentlicht auf Amazon Prime Video. Am 18. Juli folgt dann die Dokumentation Isle of Man TT Hard am Limit. Die kam 2012 raus und beschäftigt sich mit dem gefährlichsten Motorradstraßenrennen der Welt, das seit 1907 mehr als 200 Menschen bereits das Leben kostete.
Am 20. Juli gibt es dann Primal, die Jagd ist eröffnet. Eine 2020er Direct-to-DVD-Veröffentlichung, ein Action-Thriller mit Nicolas Cage, den man ja eben selten noch auf der großen Leinwand sieht und immer eben in diesen Direct-to-DVD-Veröffentlichungen, erzählt die Geschichte von Frank Walsh, ein legendärer Jäger, dem ein weißer Jaguar in die Falle geht und er diesen verkaufen will. Dabei hofft, sehr viel Geld zu verdienen, und bei der Überschiffung dessen zusammen mit vielen anderen Tieren wird auch ein Killer überstellt an die Vereinigten Staaten von Amerika. Der flieht und lässt die Tiere frei. Und Frank hat momentan dann auch auf hoher See mit zwei Fronten es zu tun. Dann geht's weiter am 21. Juli mit Night School. Das war eine Komödie mit Kevin Hart, die 2018 im Kino lief. Erzählt die Geschichte von Teddy Walker, der in einem Barbecue-Laden arbeitet. Das ist eigentlich Mitarbeiter des Monats, aber durch einen Zwischenfall fegt ihm der ganze Laden um die Ohren. Sein Job ist weg und er beschließt, was anderes zu machen. Er will Börsenmakler werden, muss aber seinen Schulabschluss dafür nachholen. Und an der Schule, wo er das tut, ist der Direktor ein ehemaliger Schulkamerad, mit dem er aber verfeindet war. Eher eine sehr durchschnittliche Kevin Hart-Komödie. Ebenfalls am 21. Juli gibt es The Legend of Hercules. Das war 2014. Eine Monumentalversion rund um Herkules im Griechenland 1200 vor Christi mit Kellen Lutz in der Hauptrolle. Am 28. Juli gibt es dann Hustlers, habe ich gehighlightet, 2018er Biopic mit, oder 2019, das war das letztes Jahr, oder? 2019, Jennifer Lopez und Constance Wu rund um die Stripperinnen Destiny und Ramona Vega, die sehr erfolgreich Gäste abzocken in den Strip-Lokalitäten. Es geht um die Auf- und Abs, nicht nur in dieser Branche, sondern auch in ihrem jeweiligen Leben. Es ist ein Film, der auch umstritten war, um den es auch Rechtsstreit an ringsherum gab, der aber auch sehr, sehr erfolgreich an den Kinokassen lief. Und abgerundet wird das ganze Programm bei Amazon Prime Video im Juli mit The Ghostwriter. Der Ghostwriter am 30. Juli, der kam 2012 raus von Roman Polanski, ein Film damals mit Ewan McGregor, mit Pierce Brosnan, Kim Cattrall auch auf der großen Leinwand damals, und erzählt die Geschichte eines ehemaligen Premierministers, der einen neuen Biografen braucht, weil sein Alter ist tot und wird sogar unweit von seinem Anwesen an den Strand gespült. Nur der neue Abend noch nicht, was alles für Verstrickungen da im Hintergrund existieren, wird er dann aber herausfinden in der Ghostwriter. Und damit sind wir durch Amazon Prime Video, die neuen Sachen, die inkludiert eben für alle Kunden, die Prime-Kunden sind, ansehbar sein werden im Juli. Wie gesagt, meine Highlights: Aufbruch zum Mond, Hustlers und die Unfassbaren. So, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.